meine verehrten Weibgenossen, mein Name dürfte Ihnen bereits bekannt sein. Ich bin Georg Graf zu Münster, genannt der Hirschvater. Ich werde mir erlauben, Ihnen die für den Jäger wichtigsten Hirschstimmen vorzuführen. Wie Ihnen allen bekannt sein dürfte, wird der Ruf des Hirsches in der Brunstzeit mit Röhren, Orgeln oder Schreien bezeichnet. Sobald er aus vollem Halse ertönt, während ein weniger lautes Rufen mit Knören, Trenzen und Brummen bezeichnet wird. Ich beginne mit dem suchenden jüngeren Hirsch. Der ältere suchende Hirsch. Dann der ganz alte suchende Hirsch. Der beim Rudel stehende Hirsch. Der Sprenggrub, den der Hirsch ausstößt, wenn er ein Tier treibt oder einen Beihirsch zu verjagen beabsichtigt. Der gereizte Hirsch. Schwören, Trenzen und Brummen. Nun gebe ich noch eine Episode wieder, bei welcher ein Konzert zu hören ist, an dem sich Platzhirsch und Beihirsche beteiligen. Auch das Mahnen der Tiere ist zu hören. Am Schlusse des Konzertes ertönt der Siegesschrei des Platzhirsches. Au!